Servus Leute, hier ist Air to Black. Diesmal in Frankfurt, sind hier gerade in Frankfurt gelandet, an der Münchner Straße. Ja, das ist ein alter Pilgerweg, ne? Die Leute haben das schon damals zu Zeiten von Konfuzius benutzt. Diesen Weg, der führt direkt von München nach Frankfurt. Direkte Verbindung. Und ja, schauen wir mal, was Frankfurt noch so zu bieten hat, ne? Und fahren wir, ich glaube, erste Station, wir sollten mal zur Brücke fahren. Jetzt könnt ihr mal beobachten, wie Air to Black in Frankfurt aus dem Auto aussteigt. Ja, war ein bisschen eng mit den Schultern, aber erfolgreich. Haben uns gerade ein bisschen verirrt, glaube ich, in der Wiesenhüttenstraße. Also ich sehe weder die Hütte noch die Wiese. Also ja, so schauen wir nach links. So Leute, attention, wir haben die Brücke gefunden. S'il vous plaît, kommt mit mir, schauen wir uns die mal an. Ne? Ja, diese Brücke, die wurde damals zu Goethes Zeiten, Goethe in jungen Jahren, also zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts, wurde diese Brücke von den Franzosen benutzt, als die mal kurze Zeit hier in Frankfurt waren. Ja Leute, diese Brücke, durch diese Brücke kam das Croissant nach Deutschland. Mal so als kleine Info. Am Rande. Sehr schön, sehr schön. Ja Leute, damit die Croissants auch schön nach Deutschland kommen, habe ich mir jetzt überlegt, mal hier die Brücke zu testen, ob sie auch wirklich stabil ist. Und check das einfach mal aus. So Leute, damit ihr auch mal sowas von meiner Vergangenheit kennt, um mich ein bisschen mehr kennenzulernen. Ja, hier habe ich ein Werbeplakat, wo ich als kleiner Junge abgebildet bin. Checkt es einfach mal aus kurz. Wie gesehen, den Schnauzer, den habe ich damals, den habe ich mir jetzt aufgrund von gesundheitlichen Problemen leider abmachen müssen. Ja, aber war ein fetter Schnauzer auf jeden Fall. Diese Atmosphäre hier hat es mich schon sehr gepackt. Ich bin jetzt im Moment ziemlich romantisch aufgelegt. Ja. Aber Servus. So Leute, war echt ein schöner Tag. Ein paar schöne Stunden in Frankfurt.
ja, hatten leider nicht so viel Zeit. Deswegen fahren wir jetzt auch gerade wieder nach München. Aber so an sich ist Frankfurt echt eine schöne Stadt. Wird mich freuen, mal ein bisschen länger herzukommen als nur ein paar Stunden. Kannst du noch mal einen letzten Blick auf die Main werfen? Also hat mir schon sehr gefallen hier. Wir waren vorhin noch fett essen und alles. Und ja, jetzt fahren wir wieder nach München. Haut rein, peace.